Kollege Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute halte ich meine letzte Rede als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Warten Sie, los sind Sie mich aber noch nicht, denn ich bleibe ja im Bundestag. Aber ich werde dann deutlich seltener und auch zu anderen Anlässen reden. Ich musste schon deshalb aufhören, weil ich jetzt länger eine Abgeordnetengruppe bzw. eine Fraktion leite als Herbert Wehner und Wolfgang Mischnick. Und da sagte ich mir, Gregor, nicht übertreiben. Aber lassen Sie mich etwas zur deutschen Teilung sagen. Die deutsche Teilung war das Ergebnis der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges, der 50 Millionen Tote kostete. Die Sowjetunion allein erlebte 27 Millionen Tote. Die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden kostete 6 Millionen Tote. Viele Länder waren zerstört, auch Deutschland. Deutschland selbst verzeichnete 6,3 Millionen Tote. Die Strafe der Siegermächte für Deutschland war eine Verringerung des Territoriums und letztlich auch die deutsche Teilung. West- und Ostdeutsche hatten keine freie Entscheidung hinsichtlich ihres Systems. 1952 gab es die Stalin-Note mit dem Angebot geheimer Wahlen in beiden deutschen Staaten. Ich meine, Adenauer hätte darauf eingehen sollen, aber es gab schon den Kalten Krieg. Das wichtigste Ergebnis der deutschen Einheit 1990 bestand darin, dass durch diese Einheit ein Krieg zwischen den beiden deutschen Staaten ausgeschlossen wurde. Wäre der Dritte Weltkrieg je begonnen worden, in der Zeit des Kalten Krieges, dann waren sich die USA und die Sowjetunion einig, er hätte zwischen den beiden deutschen Staaten begonnen. Uns alle hätte es nicht mehr gegeben. Die Einheit ist auch dank des Mutes vieler Ostdeutscher zustande gekommen. Die Vorteile für den Osten sind offenkundig. Es ist ein Gewinn an Freiheit und Demokratie. Nie wieder wird es eine Mauer in Deutschland geben. Wir haben eine funktionierende Wirtschaft, keine Mangelwirtschaft. Endlich hatten die Ostdeutschen eine frei konvertierbare Währung, die deutsche Mark statt der Mark der DDR. Das heißt, eine Währung, die man weltweit einsetzen konnte. Trotzdem, die Vor- und Nachteile hängen von der subjektiven Bewertung jeder und jedes Einzelnen ab. Für viele gab es eine Bereicherung, auch für mich. Aber sehr viele wurden auch arbeitslos. Ein 50-Jähriger, der bis zur Rente arbeitslos blieb, hat die Bereicherung kaum empfunden. Und Männer sind anders gestrickt als Frauen. Männer empfinden ihre Bedeutung nur über ihre berufliche Tätigkeit und unterliegen dann noch dem Irrtum, ja, hören Sie doch mal zu, und unterliegen dann noch dem Irrtum, dass sie, wenn sie höher bezahlt werden, eine höhere Bedeutung haben. Frauen bringen neues Leben zur Welt und haben deshalb eine andere Perspektive als wir Männer. Aber auch Sie, aber auch für Frauen gab es Verluste, und zwar insbesondere bei den Kindereinrichtungen. Wir Menschen sind außerdem so gestrickt. Wir genießen weniger, was wir haben, und leiden mehr unter dem, was wir nicht haben. Nun lassen Sie mich aber auch Kritisches sagen. Unser Vorschlag 1990 bestand darin, wirtschaftlich ab 1. Juli ein Jahr lang sämtlichen DDR-Unternehmen die Lohnkosten als Subvention zu erstatten. Ein Jahr später nur noch 90% davon, wieder ein Jahr später nur noch 80% davon. Also eine degressive Subvention 10 Jahre lang. Alle Unternehmen hätten die Chance gehabt, die Produkte in besserer Qualität oder auch neue Produkte herzustellen, dafür zu werben. Natürlich wären auch bei diesem Weg viele Unternehmen in Konkurs gegangen. Aber nicht so viele, wie es tatsächlich geschehen ist. Stattdessen entschied die Treuhandanstalt manchmal scheinbar, zum Beispiel wenn Konkurrenz beseitigt wurde, manchmal tatsächlich eher willkürlich, manchmal auch sinnvoll. Nach Abschluss der Privatisierung Ende 1994 gab es nur noch 1,5 von einst 4,1 Millionen Arbeitsplätzen in den Treuhandunternehmen. Die Treuhandverluste bei der Privatisierung betrugen 200 Milliarden Euro. Wie jetzt festgestellt wurde, bleibt die Wirtschaft im Osten wohl fast ewig hinter der Westdeutschen zurück. Nur die Politik könnte wirksame Schritte dagegen einleiten.
Was mich aber besonders störte, waren zwei Dinge. Der mangelnde Respekt vor ostdeutschen Biografien und das dortige Leben und kein genaues Hinsehen. Vieles musste überwunden werden, das steht fest. Aber einiges hätte sinnvoll in ganz Deutschland eingeführt werden können. Wenn man eine Gleichstellung der Frauen will, auch bei der Erwerbsarbeit, dann muss es genügend Kindertagesstätten geben. Dann muss es Nachmittagsbetreuung an Schulen geben. Da Ferien länger dauern als der Urlaub der Eltern, muss es auch Schulferienspiele, Kindererholungseinrichtungen geben. Das war nicht schlecht und hätte übernommen werden können. Das gilt auch für Polikliniken, die wir jetzt Ärztehäuser nennen. Im Osten gab es bei der Bildung leider, wirklich leider, nicht zu vertreten, eine politische Ausgrenzung, aber keine soziale. Vor allem Kunst, Kultur und öffentlicher Nahverkehr waren für jede und jeden erschwinglich. Heute kann die Tochter einer Hartz-IV-Empfängerin niemals im Original die 9. Sinfonie von Beethoven hören, nur verquetscht auf dem Computer. Wir müssen uns darüber wirklich Gedanken machen. Lothar Späth hat mir erzählt, als er das Unternehmen in Jena unternahm, hat er sofort den Betriebskindergarten geschlossen, weil er sagt, völlig unnötige Kosten. Und dann wollte er zwei französische Ehepaare, die hochqualifiziert waren, für sein Unternehmen gewinnen. Die hatten aber beide je zwei Kinder und fragten ihn, ob er einen Kindergarten hat. Da sagte er, nein, natürlich nicht. Und da sagten sie, dann kommen sie nicht. Daraufhin hat er ihn wieder eröffnet. Manchmal lohnt es sich, länger nachzudenken. Ich kann in Jena. Das Wichtigste war, wenn wir diesen Weg gegangen wären, bestimmte Dinge eingeführt hätten, hätte es das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestärkt. Aber was noch wichtiger gewesen wäre, die Westdeutschen würden mit der Vereinigung verbinden, dass in diesen Punkten ihre Lebensqualität gesteigert wurde. Das wäre doch viel positiver gewesen, als es die jetzige Einstellung ist. Trotzdem sage ich, wir sind für die neue Generation gut vorangekommen bei der Herstellung der inneren Einheit. Aber schnellstens müssen zwei Dinge passieren. Die Angleichung der Löhne in gleicher Arbeitszeit in Ost und West und die Angleichung der Renten für die gleiche Lebensleistung muss es endlich die gleiche Rente geben. Bevor ich wenige weitere Wünsche und Bitten übermittle, muss ich Ihnen mittels eines jüdischen und deshalb wohl intelligenten Witzes die Dialektik erklären. Es kommt ein Jude nach Hause und ist stark frustriert. Sein Bruder fragt ihn, warum er so sauer sei. Er antwortet, dass er wütend wäre, weil er den Rabbiner gefragt habe, ob er beim Beten rauchen dürfe, was dieser strikt verneint hatte. Sein Bruder erwidert, dass er ein Depp sei, weil er die Frage falsch gestellt habe. Er hätte fragen müssen, ob er beim Rauchen beten dürfe, was der Rabbiner immer erlaubt hätte. Sehen Sie, das ist die Dialektik. Und jetzt komme ich zu einigen Wünschen und Bitten. Erstens. Wir müssen, also darüber hinaus, über die, die ich schon gesagt habe, zu Ost-West, wir müssen Flüchtlinge anständig behandeln, Fluchtursachen bekämpfen, wie Krieg, Rüstungsexporte, Hunger, Armut und Rassismus. Aber wir dürfen die Benachteiligten bei uns nicht vernachlässigen. Wir brauchen eine sanktionsfreie Mindestsicherung und eine soziale Mindestrente gegen Altersarmut. Zweitens. Wenn man ein Abstandsgebot zwischen Sozialleistungen und Erwerbseinkommen haben will, brauchen wir einen höheren, flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro brutto die Stunde. Drittens. Wir müssen die Mitte der Gesellschaft entlasten. Es sind die mittleren Verdiener, die die Gesellschaft bezahlen. Nicht die Vermögenden, nicht die mit hohen Einkommen, weil sie sich an die nicht herantrauen oder nicht heranwollen und die Armen können es nicht. Und dasselbe Beispiel gilt für die Wirtschaft. Die kleinen Unternehmen können nicht die Steuern bezahlen. Die Konzerne und Banken drücken sich davor. Nur der Mittelstand bezahlt ehrlich die Steuern. Das müssen wir aufgeben. Wir müssen lernen, die Mitte in der Gesellschaft zu schützen. Viertens. Wir müssen die Bildungsstrukturen erweitern. Ich bitte Sie, wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Das passt ins 19. Jahrhundert, aber nicht ins 21. Jahrhundert. Und wir brauchen endlich flächendeckend Kitas, gut bezahlte und mehr Erzieherinnen und vor allem Erzieher. Wir brauchen Gebührenfreiheit und auch ein gebührenfreies, gesundes, vollwertiges Mittagessen, sowohl in Kindertagesstätten als auch in Schulen. Fünftens, wir müssen die prekäre Beschäftigung und die Altersarmut überwinden, jetzt und in Zukunft. Sechstens,
Wir müssen überwinden die schlechte Bezahlung der sogenannten Frauenberufe. Das heißt, endlich gleicher Lohn auch für gleichwertige Arbeit. Siebtens. Wir müssen zum Primat der Politik und die Macht der zurück und die Macht der Banken und Konzerne deutlich zurückfahren. Ich erinnere an Bankenkrise und TTIP. Dass die Deutsche Bank entscheidet, was die Kanzlerin macht und nicht mehr die Kanzlerin entscheidet, was die Deutsche Bank macht, muss geändert werden. Achtens, wir müssen die Europäische Union und den Euro deutlich demokratischer, sozialer und ökologischer hinsichtlich ihrer Wirkungen gestalten. Neuntens, wir haben eine geringe Wahlbeteiligung. Sozial Benachteiligte gehen nur noch zu 30% wählen. Sie überlegen sich, Wahllokale länger öffnen zu lassen. Das wird nicht helfen. Wir müssen die Demokratie attraktiver machen. Was halten Sie von einer dritten Stimme bei der Bundestagswahl, mit der die Bürgerinnen und Bürger die Reihenfolge auf der Liste der Parteien verändern können? Nicht nur die direkt gewählten, sondern auch die auf Listen gewählten wären doppelt unterstellt. Sie müssten Ihrer Partei so nah sein, dass Sie auf die Liste kommen und den Bürgerinnen und Bürgern so nahe sein, dass Sie von Ihnen auch angekreuzt werden. Was halten Sie davon, dass jede Partei, die im Bundestag vertreten ist, anlässlich der Bundestagswahl eine Frage an die Bevölkerung stellen kann, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist? Das Bundesverfassungsgericht muss in einem kurzen Verfahren prüfen, ob dass sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein grundgesetzgemäß ist. Außerdem muss es Begrenzungen hinsichtlich der Bindung des Bundeshaushalts geben, weil wir Linken ansonsten gleich zwei Bundeshalter auf einmal ausgeben mit unserer Frage. Das verstehe ich. Was halten Sie von einer Ergänzung unserer Debattenkultur? Bisher haben wir doch nur Reden. Wenn wir Reden haben, entscheidet man selbst, auf welche Argumente des Vorredners man eingeht oder nicht eingeht. Stellen Sie sich doch mal vor, neben den Reden hätten wir eine Streitdebatte. Zum Beispiel 10 Minuten Streitgespräch Kauder-Gysi. Immer jeder je eine Minute. Ich kann sein Argument nicht ausweichen, er hätte mein Argument nicht ausweichen können. Glauben Sie mir, es wäre sehr viel spannender geworden, wenn wir solche Dinge einführen würden hier im Bundestag. Der Ruf der Politikerinnen und Politiker in unserer Gesellschaft ist ziemlich schlecht. Das hat viele Gründe. Aber die wichtige Arbeit der Mitglieder des Bundestages in den Ausschüssen kann die Öffentlichkeit nicht wahrnehmen. Ich verstehe, dass man dort kameragerechtes Verhalten verhindern will. Aber vielleicht kann man es teils öffentlich, teils nicht öffentlich machen, damit die Bürgerinnen und Bürger eigentlich wissen, wo sie arbeiten und wie viel sie auch arbeiten. Und auch die Fragestunde an die Bundesregierung muss meines Erachtens dringend kulturell belebt werden. Ich wünsche mir zehntens und letztens eine andere politische Kultur. Ich weiß, dass die Union auch in den seltenen Fällen voller Übereinstimmung mit uns zusammen keine Anträge stellt. Ich glaube, das stärkt falsche Ansichten in der Union und bei uns. Denken Sie darüber nach. Die repräsentative Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass unterschiedliche Parteien unterschiedliche Interessen vertreten. Die meisten Linken haben begriffen, dass ein Bundestag ohne Union nicht gut wäre, weil dann bestimmte Interessen nicht mehr vertreten wären. Damit keine Missverständnisse auskommen, kleiner, auch deutlich kleiner dürfen sie schon werden, aber nicht fehlen. Aber ich befürchte, dass es noch zu viele in der Union gibt, die sich gut vorstellen können, einen Bundestag ohne Linke. Damit verletzen Sie aber die repräsentative Demokratie, weil wir andere Interessen vertreten, wo es vielleicht wichtig ist, dass auch diese vertreten sind im Bundestag. Herr Kollege, denken Sie darüber nach. Das ist die letzte Seite, Herr Kollege. Ich wünsche mir ein anderes Verhältnis zu historischen Persönlichkeiten. Ich kenne die Kritik der Linken an Bismarck. Alles berechtigt. Trotzdem sage ich, er war auch ein herausragender Mann. Und ich weiß, dass an der Kremlmauer Clara Zetkin und Fritz Heckert beerdigt sind, wichtige Persönlichkeiten. Wenn Sie Franzosen wären, ich schwöre es Ihnen, selbst der konservativste Präsident wäre an den Gräbern vorbeigegangen und hätte schon mal eine Blume hingelegt. Noch nie war ein Bundespräsident dort, noch nie ein Kanzler oder eine Kanzlerin. Lassen Sie uns doch ein bisschen diesbezüglich französische politische Kultur und Toleranz einführen. Das stärkt Sie und uns und unser Land. Zum Schluss. Ich habe bisher die Abgeordneten nie als Kolleginnen bzw. Kollegen begrüßt. Das wird Ihnen gar nicht aufgefallen sein. Das hängt mit den Diskriminierungen und Verletzungen zusammen, die ich erlebt habe, auch im Immunitätsausschuss.
Die FDP hat für mich immer einen kleinen Stein im Brett, und zwar, weil sie als Einzige nicht mitgemacht hat. Inzwischen werde ich aber auch mit Respekt behandelt. Nun muss ich mir auch einen Ruck geben. Und deshalb sage ich Ihnen jetzt, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen aufrichtig beste Gesundheit, schöne Erlebnisse, viel Glück und nur ein wenig vom Gegenteil, um nicht zu verlernen, Glück zu schätzen. Außerdem wünsche ich Ihnen allen größte politische Erfolge, natürlich nur insoweit, wie Sie mit meinen politischen Sichten übereinstimmen. Und da Sie für mich immer eine Herausforderung waren, was zweifellos zu meiner Entwicklung beigetragen hat, sage ich Ihnen auch Danke. Lieber Kollege Gysi, Ihre letzte Rede als Fraktionsvorsitzender der Linken hatte ja streckenweise fast den Charakter einer Regierungserklärung. Dazu fehlt es jetzt nur noch an den erforderlichen Mehrheiten. Ein wesentlicher Unterschied des vereinten Deutschlands, an das wir an diesem Wochenende in besonderer Weise erinnern, im Vergleich zu dem Staat, der vor 25 Jahren dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten ist, besteht darin, dass in diesem Parlament nicht nur überhaupt auch Minderheiten zu Wort kommen, sondern regelmäßig mit längeren Redezeiten, als ihnen statistisch überhaupt zusteht. So, und nun tun wir so, als wäre das eine ganz normale Debatte und rufen den nächsten Redner auf. Das ist